Hi, ich bin Chairwalker von Mords und Metal und heute schaue ich mir mal an, was 2021 so auf uns zukommen könnte. Neue Destillen, neue Abfüllung. Und damit mir die Kehle nicht trocken wird, gönne ich mir ab und zu ein Schlückchen von dem Smokehead hier. Servus, Malzrocker, es ist Sonntag. Wir haben es geschafft. 2020 ist Geschichte. Ab jetzt geht's bergauf. Ich schaue mir heute mal an, was 2021 so zu erwarten ist von den jungen Wilden, von den eher neuen Destillerien, von den Destillerien, die wir vielleicht noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Und vielleicht ist auch der ein oder andere Geheimtipp ja noch für euch dabei. Dazugestellt habe ich mir hier ein Smokehead Islay Malt von Ian McLeod. Nee, die Abfüllung, die ist alles andere als neu. Die gibt es, glaube ich, schon seit über 10 Jahren. Und der soll heute auch nicht im Mittelpunkt stehen, sondern der dient einfach nur dazu, dass mir meine Kehle nicht austrocknet. Ich werde einfach ab und an den Zinken reinhalten, ein Schlückchen nehmen. Übrigens, den hat mir Schwiegervattern mitgebracht, hat Schwiegervattern im Gepäck gehabt. Die Schwiegereltern waren zwischen den Jahren und über Silvester für ein paar Tage zu Besuch. Und da hat er uns richtig Spaß gemacht. Ein bisschen was zum Wegschlabbern. Schön unkomplizierter, straightforward, rauchiger, fruchtiger Malt. Im Mittelpunkt soll heute stehen, wie gesagt, so ein bisschen diese jungen, neuen Destillen. Und ich mache auch gleich so einen richtig riesen Disclaimer dran. Ein Mann, ein YouTube-Kanal, eine Leber. Und gerade so in den letzten Jahren gab es ja wirklich eine Vielzahl an neuen Destillerien, die dann auch Whiskys und ihre ersten Abfüllungen auf den Markt gebracht haben. Isle of Rye vor kurzem, Neckneen, Ardna Murken, Stefan Lehnert hat mir mal gesagt, ich soll mal Edenmill probieren. Werde ich sicherlich auch in 2021 mal nachholen. Aber da kann man schon so ein bisschen den Überblick verlieren. Und ich habe auch bei weitem nicht alles probiert. Und bei weitem war nicht alles, was ich probiert habe, richtig gut. Und der zweite Grund ist, ich bin auch keiner, der Whisky als Investment sieht. Das heißt, ich möchte eigentlich alles, was ich kaufe, auch wirklich dann irgendwann genießen. Und wenn dann halt so ein Inaugural Release, die erste Veröffentlichung oder das erste offizielle Bottling rauskommt und am Ende ist dann da irgendwie ein Preisschild von 100 oder 120 € für einen Dreijährigen dran, dann kann es sein, dass ich den dann schon mal bewusst auslasse. Also, wie immer alles rein subjektiv. Das sind die neuen Destillerien, die ich aus meiner beschränkten Mikrowahrnehmung für 2021 so ein bisschen im Fokus habe, die ich so ein wenig auf dem Schirm habe, wo ich so ein wenig schaue, was kommt denn da 2021? Kommen wir zur ersten Destillerie und ich bin mir ziemlich sicher, dass die wenigsten von uns von, sagen wir, oder von dem Namen schon mal was gehört haben. Es ist eine wirklich extrem spannende Destillerie, die da entstanden ist. Und zwar, es geht um Inch Derny. By the way, ich werde gleich ein paar Bilder einblenden, die sind alle von meinem guten Freund Stefan Bügler, komme ich auch gleich nochmal dazu. Inch Derny liegt in den Lowlands, ist glaube ich 2015 oder 2015 haben die angefangen zu brennen. Und was macht Inch Derny jetzt eigentlich so spannend? Ganz einfach, Inch Derny macht in vielerlei Hinsicht einfach alles anders. In der Produktion wird gefühlt wirklich jeder einzelne Schritt nochmal neu gedacht. Sie haben zum Beispiel statt einer klassischen Rollenmühle eine Hammermühle und mit dieser Hammermühle können Sie eben feineres Mehl machen. Feineres Mehl, mehr Stärke, mehr Zucker später in der Maische. Jetzt halte mal, wer von euch schon mal in der Destillerie in Schottland war, der sagt jetzt: Herr Lehrer, Moment, stopp, ich weiß was. Das Mehl, das darf ja gar nicht zu fein sein, weil das verstopft ja sonst alles. Ja, und genau deswegen haben sie zum Beispiel eben auch dann statt einer Mash-Tun, haben sie statt einer Mash-Tun eben sogenannte neuartige Mash-Filter. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein, ja, so ein Klavier, das so ein Riesenklavier, das auf der Seite liegt. Sie haben klassische Brennblasen für ihren
Single Malt Whisky oder für einen Malt Whisky. Sie haben aber zusätzlich eben auch eine Lemon Still für Roggen, Hafer, Weizen, glaube ich sogar. Und sie haben eben noch so eine, ja, so eine Pilot Still, so eine Versuchsbrennblase. Und dort wird dann ganz häufig auch noch auf Teufel komm raus irgendwie experimentiert mit neuen Hefen, mit neuen Getreidesorten, mit hast du nicht gesehen. Da geht schon was. Wen dieses ganze Thema so ein bisschen tiefer in die Details einsteigen will, der Stefan Bügler, von dem eben auch die Bilder sind, guter Freund von mir, wie gesagt, hat da einen super ausführlichen, dreiteiligen Bericht mit Bildern und mit allem Zip und Zap auf Whisky Experts veröffentlicht. Den verlinke ich euch natürlich unten auch. Innovation in der Produktion ist das eine. Das andere ist der kommerzielle Ansatz. Und der geht bei InStyrenie so ein bisschen gegen den Trend. Ne? Also normalerweise ist ja aktuell so ein bisschen alles small, handcrafted, klein, aber fein. Nee. Bei InStyrenie heißt's Think Big. 2 Millionen Liter Ausstoß pro Jahr, davon gehen 75% in die Blended-Industrie. Die haben halt einfach erkannt, halt mal, wenn irgendwie jetzt alle ihren eigenen Single Malt Whisky machen wollen, ja, die Blender brauchen ja auch noch irgendwie guten Stoff. Jetzt kann man sagen, das ist mir jetzt aber nicht sehr sympathisch. Sie müssen kein auf Teufel komm raus Marketing machen. Sie müssen keinen Gin produzieren. Sie müssen vor allem nicht nach den ersten 3 Jahren ihr erstes Release zu irgendwelchen Mondpreisen auf den Markt bringen, weil sie zum Beispiel Kohle für die Investoren eintreiben müssen. Sie haben ein solides Geschäftsmodell, sie haben stabile Cashflows und sie haben Zeit und können sich eben in aller Ruhe auf das Wichtigste konzentrieren. Und das Wichtigste ist eben Qualität. Der Nachteil für uns ist dann eben so ein bisschen, 2021 ist da noch kein First Release, noch keine erste offizielle Abfüllung zu erwarten. Die gibt es da noch lange nicht. Noch lange, lange nicht. Angepeilt ist 2029, weil sie eben keinen Stress haben. Wenn er fertig ist, ist er fertig und nicht früher. Ja, warum erzählst du denn davon? 20, also die ganz einfach, die Brände, die gehen ja schon seit geraumer Zeit an die Blender und auch an die unabhängigen Abfüller. Und zwar unter dem Namen Strathenry für den Ungetorften. Und jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz spicken. Finn Classy für den Getorften. Und es gab auch jetzt schon eben eine erste Abfüllung. Die habe ich auf dem Instagram-Account vom guten Basil. Bin ich da drüber gestolpert. Das sind im Übrigen auch seine Bilder, die ich da jetzt gerade kurz einblende. Vielen Dank, Basil. Da gibt es eben eine Abfüllung vom Spirit Alchemist und irgendwie hat es da auch direkt eine Kuriosität gegeben. Ihr seht nämlich hier, da steht drauf Strathenry Distillery. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was da schiefgelaufen ist, aber lasst euch nicht verwirren. Es gibt keine Strathenry Distillery. Strathenry ist der Markenname des ungetorften Rotbrandes aus der Inch Derny Distillery und da bin ich für 2021 super gespannt. So, jetzt wird es langsam mal ein bisschen Zeit. Das Zittern fängt schon an. Nein, Spaß. Also immer verantwortungsbewusst. Das ist aber einfach. Der ist top. Ich glaube, der kostet, ich habe jetzt gar nicht geschaut, 30, 40 €. Das ist so ein richtig schöner, junger, frischer Islay Malt. Straightforward, schöner Rauch. Eine schöne Fruchtnote, schön unkompliziert. Wenn ich da die Augen zumache, da denke ich wirklich zurück irgendwie an, als ich das erste Mal auf Islay war. Und das ist einfach so der schöne, unkomplizierte Geruch, eine schöne Fruchtnote mit dabei. Müßig zu spekulieren, was drin ist. Man liest ab und zu mal Artback. Glaube nicht, Artback gibt nicht wirklich was ab oder nicht viel ab. Für mich ist es, glaube ich, ein Kalila, aber um Gottes Willen. Schön fruchtig. Gaumen, schöne Rauchnote präsent. Hinten raus nicht bitter, aber trotzdem schöne, eine gewisse Süße, eine gewisse Reife schon mit dabei. Richtig schön was für nebenbei. Auch mal mit Kumpels, mit den Schwiegereltern,
wenn wir denn dann 2021 wieder dürfen, da mal einen Tropfen zu genießen. So, jetzt kommen wir mal von ganz, ganz groß zu ganz, ganz klein, nämlich zu einer der ersten Mikrodestillerien in Schottland. Und ich glaube, sie sind aktuell sogar noch die kleinste Destille Schottlands. Aber sie haben große Pläne. Und zwar rede ich von Strathfern. Die liegen in den südlichen Highlands und wurden jetzt gerade vor kurzem, ich glaube 2019, sogar von Douglas Lang übernommen. Douglas Lang ist ja ein großer unabhängiger Abfüller. Und die wollen eben relativ zackig aus, ich glaube, die machen aktuell 18.000 bis 20.000 Liter im Jahr, wollen die relativ zackig 80.000 Liter pro Jahr Produktionskapazität machen. Jetzt auch nicht gerade die Welt, aber immerhin. Von Strathern gibt es schon so zwei, drei Abfüllungen. Warum komme ich jetzt 2021 erst drauf? Ganz einfach. Das war 2014 wirklich der erste Fassanteil, den ich mir besorgt habe, und zwar vom guten Tom Skowronek. Viele von Ihnen kennen den, von euch kennen den, von Ihnen. Jetzt fange ich euch schon an zu siezen. Hier, kaum hat er mal ein schickes Hemd an. 2021 macht das Sie draus. Nein. Gottes Willen, ey. Jetzt gibt mir gerade eine Sekunde. Wo war ich? Genau, viele von euch kennen den Tom Skowronek, vielleicht von Arnhem Nahalba, ist ein großer oder ist ein, groß, ist ein deutscher unabhängiger Abfüller. Und hier ist die Fass, da gab es so einen netten Fassanteilsschein eben mit dazu. Ja, und da ist eben sozusagen dokumentiert, dass ich eben Miteigentümer des Sherry Casks mit der Nummer 104 bin, was eben am 5. August 2014 abgefüllt worden ist. Und ich habe mit Tom die Tage telefoniert und es könnte durchaus sein, dass wir das 2021 dann eben abfüllen. Nein, der Chairwalker geht jetzt nicht Business. Ich mache jetzt hier keinen unabhängigen Abfüller. Da geht es um eine homöopathische Dosis, wenn da am Ende 3 bis 4 Flaschen rauskommen. Wie sagt man so schön, zum privaten Gebrauch. Ne? Dann ist das okay. Vielleicht hier über den Kanal, vielleicht verlose ich dann eine davon oder so. Schauen wir einfach mal. Kommen wir zur nächsten Destille. Bei der nächsten Destille, da hat mich so ein bisschen der Zufall dran geführt. Wir haben mit unserer Instagram-Gruppe, den Lost and Drammed, haben wir letztes Jahr ein wirklich ein tolles Online-Tasting mit James von dieser Destillerie eben organisiert. Und ich muss sagen, das ist wirklich mit das Beste, was ich an New Make und Junggemüse bisher im Glas hatte. Und die Rede ist von der Annandale Distillery. Annandale ist auch wieder eine Lowland Destille. Ist irgendwie schön, dass in den Lowlands wieder so ein bisschen mehr passiert, weil die Lowlands sind ja eine Region, die immer, die aktuell heutzutage immer noch so ein wenig unterrepräsentiert ist. Annandale auch ist eigentlich eine sehr alte Destillerie, die wurde aber eben 1924 schon stillgelegt und 90 Jahre später, im Jahr 2014, wurde eben diese Destille in den alten restaurierten Gebäuden wiedereröffnet. Annandale produziert rauchigen und nicht rauchigen Whisky und seit 2018 gibt es da eben auch Single Cask Releases. Und zwar gibt es den rauchigen unter dem Namen Man of Sword, also Männer des Schwertes, und den nicht rauchigen unter dem Namen Man of Words, also Männer des Wortes. Find ich ganz cool eigentlich, ne? So, weil in meiner Jugend Manowar, Man of Sword, Man of Word. Hat da so ein bisschen eine Analogie irgendwie auch in meinem Kopf erzeugt. In Jim Murrays Whisky Bibel 2020 wird der Whisky mit der Auszeichnung Best Single Cask Releases, nein, warte mal, Best Single Cask Single Malt Scotch Whisky 10 Years and Under ausgezeichnet. Man kann von Jim Murray, man kann von seinen Bewertungen, man kann vor allem auch von seinen Einstellungen halten, was man will. Aber hier hat er recht. So einen fruchtigen, bombastisch geilen Tropfen nach 4 Jahren, und zwar ohne
Sherry ohne Portwood, ohne irgendwelchen sonstigen süßen Kleister, sondern einfach sauber straight im Bourbonfass gereift. Da fliegt mir das Blech weg. Leider sind die aktuell, also diese Man of Sword und Man of Words, übrigens, by the way, hier habe ich die zwei, noch zwei Samples stehen, nämlich vom Man of Sword, also dem rauchigen, und eben dem New Make Peaty Malt. Aktuell ist es eben so, dass diese Man of Sword und Man of Words Abfüllungen noch relativ teuer sind. Den New Make, by the way, gibt es sowohl rauchig und nicht rauchig gut verfügbar, so ab, glaube ich, unter 20 Euro. Wer da an sowas Spaß dran hat, kann ich wirklich nur mal empfehlen. Mei, stellt man sich halt mal für 40 Euro zwei New Make Fläschchen da rein. Ist einfach ein super spannendes, ist einfach ein super spannendes, eine super spannende Erfahrung, auch einfach mal New Makes zu probieren. Das habe ich auch schon mal so in einem anderen Video ab und an mal erwähnt. Meine Hoffnung für 2021 ist, dass sich dann eben bei den Abfüllungen Man of Sword und Man of Words oder Man of Word so langsam die Preise dann nach den ersten Releases eben auch ein bisschen einpendeln, sodass man dann wirklich auch mal mit ruhigem Gewissen sagen kann, komm, stelle ich mir mal so eine Flasche in den Schrank. Ne? So, nehmen wir mal wieder ein Schlückchen. Was ich klasse finde, ist, dass die, je länger der sozusagen steht, diese Rauchnote immer schöner sich sagen wir mal, integriert und verwebt mit dieser Fruchtnote. Ne? Du kannst dann irgendwann gar nicht mehr auseinanderhalten, hier ist Frucht und Rauch, sondern das ist eine schöne Äpfel, Birnen, Aprikosen, Rauch, Geschichte. Tolle Sache. Ja, auch im Mund. Ganz harmonisch, überhaupt nicht aufdringlich. Natürlich schon rauchig, aber nicht aufdringlich. Nicht so, dass du jetzt wirklich denkst, sondern schön fruchtig, leicht. Auch da so ein bisschen Birnen, Bananen vielleicht so ein bisschen die Kante. Hinten raus schon auch so ein bisschen Eichenwürze. Also ist jetzt nicht so, dass man da jetzt sagt, oh, der ist über Gebühr jung. Schauen wir uns die nächste Destille an. Die nächste Destillerie ist jetzt vielleicht für diejenigen unter euch, die hier schon länger ab und an mal vorbeischauen, nicht wirklich eine Überraschung. Und ja, bei denen ist es jetzt 2021 soweit. Ehrlicherweise sogar schon vor ein paar Tagen letztes Jahr. Es gibt jetzt Whisky. Und zwar Lindors Abbey. Ich erzähle jetzt nicht mehr viel über die Destillerie. Ich habe da schon mal ein bisschen den New Make verkostet in dem Video und habe da auch schon mal ein bisschen was über die Destillerie erzählt. Und ich muss zugeben, ich bin zwar bei Marketinggebrumsel oder wenn, sagen wir mal, das Marketinggebrumsel zu heftig ist, durchaus auch mal allergisch. Also habe dann so einen gewissen inneren Widerstand, der sich dann aufbaut. Aber hier ist es tatsächlich so, dass mich dieser mega starke geschichtliche Hintergrund einfach total anfixt. Ich war dann 2019 auch selber vor Ort. Das ist einfach auch wirklich eine mega tolle Stimmung. Wie gesagt, wen der Hintergrund interessiert, erster Whisky überhaupt und so weiter, 14 bis zurück ins 15. Jahrhundert und so weiter, muss mal ein Video vorbeischauen. Das alles hätte aber noch nicht gereicht, wahrscheinlich. Sondern der New Make, der war dann auch noch wirklich richtig, richtig, richtig klasse oder hat mir zugesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier habe ich mittlerweile den ein oder anderen Fassanteil. Da bin ich nicht drum herum gekommen. Ich will einfach wissen, wie der Teil sich entwickelt und freue mich da riesig drauf. Tatsächlich ist es so, dass jetzt die erste Abfüllung der Lindors Abbey für Anfang 2021, wobei der Release war jetzt eigentlich, glaube ich, schon vor ein paar Tagen, aber ausgeliefert wird er dann eben erst in 2021 und zwar exklusiv an die Mitglieder der 1494 Society, 1494 Society. Das ist eben so ein, ja, so ein Mitgliederclub-Membership. Ich glaube, da sind auch tatsächlich noch einige Plätze frei. Wie man das wird, was man dafür bekommt und wie viel das kostet. Ich will jetzt das Video nicht noch länger in die Länge ziehen. Da packe ich euch auch unten, wen das interessiert, im Video eine Beschreibung rein oder einen Link rein und dann könnt ihr da über diese 1494 Society oder wie man da auch Mitglied wird, eben mehr erfahren. Aber ansonsten Lindors Abbey, hip hip hooray 2021. Yay! Ach so, ja, hier mal wieder. Ja.
Und last but not least, save the best for last. Oder wie kriege ich meinen Hintern aus der schottischen Komfortzone mit deutschem Whisky? Mir waren die häufig zu teuer. Mir war die Qualität zu schlecht. Mir hat vieles, was ich in den letzten Jahren probiert habe, einfach nicht geschmeckt. Der gute Basil, der ist da aber hartnäckig dran geblieben und hat mich alten Schottensturkopf da immer mal wieder mit Stoff versorgt und hat mir Samples geschickt und auch gerade wieder vor ein paar Tagen ein richtig ein schönes kleines Set, auch mit noch ein paar anderen Whiskys dabei. Da war auch wirklich auch wieder ein Deutscher dabei, wo ich sage, uiuiui, nee, der war nix. Erwähne ich jetzt auch den Namen nicht, schweigen wir, hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Aber da war eben auch der Rothaus Black Forest Pinot Noir Finish dabei. Ich war beeindruckt, ich war begeistert, er hat mir bestens geschmeckt. Und die Preise, wie ich finde, normalisieren sich hierzulande. Die Preise, wie ich finde, im Schottland im Gegenzug werden immer gestörter. Und daher kann es dann 2021 schon mal sein, dass das Pendel dann mal für einen, ja, für einen Einheimischen ausschlägt. Jetzt vielleicht nicht irgendeine St. Kilian Bud Spencer Hype Marketing Nummer. Wer weiß, was passiert. Ich bleibe neugierig, ich bleibe offen für Neues. Und ich bleibe mal mit so einem halben Auge auf dem deutschen Whisky-Markt, weil ich da einfach in den letzten Monaten dank Basil ja doch sagen muss, oh, ist schon das eine oder andere dabei, was ich echt lecker finde. So, das war der Ausblick 2021. Mein Ausblick für 2021. Ansonsten freue ich mich drauf, viele von euch auch in 2021 immer wieder zu sehen. Freue mich auf eure Kommentare. Freue mich, wenn wir uns in 2021 vielleicht dann auch endlich mal live irgendwo, vielleicht auch auf einer Messe sehen und mal schnacken können, mal einen Drum zusammen nehmen können. In dem Sinne, see you, haut rein, 2021 wird geil.